Was? Alles, was mein Leben einen Sinn gibt, ist es, Echoblumen zu erklären. Niemand weiß davon. Vertraue niemals einer Blume. Das ist ein Grundlegendes in unserer Welt. Du schleichst ja auch rum, um sie zu sehen. Ja, wunderbar. Lass uns mal wieder abhängen. War das nicht mal hier irgendwie mit Sense, irgendwie mit dem Kampf oder so? Ich weiß nicht mehr, wie man den triggert. Hallo, es ist eine Kiste. Du kannst ein Item reinlegen oder rausnehmen. Aber warum sollte man? Items in der Kiste kann man nicht verwenden. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenhasser. Habe ich hier überhaupt was bei, was ich nicht brauche? Ein Stück Spielzeugmesser? Warte mal, wenn ich ein Spielzeugmesser drin habe. Was habe ich denn ausgerüstet? Ach, die Handschuhe. Ach, stimmt ja. Hier ist auch eine Blume. Ich schwöre, ich sah etwas hinter dem fließenden Wasser. Ja, wer sollte hier hingehen und neben der Blume jetzt sagen? Moment mal. Ah, ich bin eigentlich so gut wie voll. Ich warte mal so. Auf dem Boden liegt ein Tütü. Mitnehmen? Mitnehmen. Ja, das Tütü ist besser als das, was ich anhab. Du rüstest das alte Tütü aus. Leider kann man das nicht sehen an dem Model, sag ich mal. Jetzt will ich wieder. Nee, jetzt kann ich ja Sturmband hier reinmachen. Monsterbonbon. Easy. Das war das Schwerste überhaupt hier. Den Wasserfall überqueren. Wird's einfach. Hallo, Finsternis und Busch. Hi, Undyne. Hier kommt mein Tagesbericht. Wegen den Menschen, über den ich vorher sprach. Wie? Ob ich ihn bekämpft habe? Ja, natürlich tat ich das. Ich habe ihn tapfer bekämpft. Was? Habe ich ihn gefangen? Nein. Ich habe es wirklich versucht, Undyne. Aber schlussendlich habe ich versagt. Was? Du wirst den Menschen einhändig die Seele entreißen? Aber Undyne, du musst ihn nicht töten, verstehst du? Das ist nämlich so. Ich verstehe. Ich helfe dir, so gut ich kann. Das ist der einzige Busch, wo es rascheln kann. Erstmal weggehen. Jo, hast du gesehen, wie sie sich angestarrt hat? Das war großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Komm mit, schauen wir, wie sie ein paar böse Gesellen erledigt. Ja, gute alte Monster-Kit. Ohne Arme, darum fliegt er mal auf die Fresse. Das Gefühl von Furcht kehrt über dich. Doch du bleibst entschlossen. Wenn vier Brückensamen nebeneinander liegen, entsteht eine Brücke. Ja. Warum vier? Weiß keiner. Aber hier ist es. Wupp. Und wupp. Wupp. Riss? Nee. Oh, ein Kampf. Aaron. Beugt sich vor. Bei ihm muss man vertreiben. Habe ich noch nie gemacht. I flex, also Arm bringen. Du beugst dich. Aaron verdoppelt seine Beugung. Angriff erhöht für beide und so. Beugwette. Beug dich weiter. Das hört sich ein bisschen falsch an. Dum dum da 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 dum dum da 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 da. Du beugst dich stärker. Aaron verdreifacht das Beugen. Nett, ich werde nicht verlieren. Dum, da, 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 da. Schwitzt hier alles voll. Armbeugen, du beugst dich.
Aaron beugt sich heftiger. Er beugt sich aus dem Raum raus. Du warst siegreich. 30 Gold. Ich mag das hier, darum mach ich das mal. Ich glaube, das macht jeder. Darum mach ich das jetzt einfach auch mal. Wupp. Glückwunsch! Du bist am Rätsel gescheitert. Hier gibt es nämlich auch noch was. Das weiß eigentlich ja nicht jeder, glaube ich. Wenn Fehler geschehen, kann die Glockenblüte die Brückensamen zurücksetzen. Wenn man nämlich diese Samen nimmt und hier rechts hin macht, fließen sie nämlich nicht weiter, nur bis zum Bildschirmrand und so. Dann kann man darüber gehen und da gibt es dann was. Nichts Besonderes, aber da gibt es halt was. Na, so. Da, 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 da. Ich war für die Verantwortung einfach noch nicht bereit. Ein einsames Klischee sitzt unter dieser Bank. Mitnehmen? Mitnehmen. Du trägst so viel mit dir rum. Du bist noch nicht bereit, dieser Verantwortung zu tragen. Ich bin noch nicht beschädigt oder so. Ach komm, scheiß drauf. Mitnehmen. Du hältst das verlassene Klischee. Es ist lediglich eine Bank. Einsames Klischee. Einsames Klischee, halt 34 AP. Eine physisch labiler Kuchen aus Ei und Spinat. Ja. Ekelig. Dum, dum, das ist auch ein einfaches Rätsel hier. Whoop. Whoop. Wieso, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe? Da habe ich echt überlegt, wie das geht, aber nur ganz kurz. Nee, nee, nee. Hallo? Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich an dieser Nummer kam, das war ganz einfach. Ich habe jede Nummer angerufen, bis ich sie hatte. Also, was hast du gerade an? Ich frage für eine Freundin. Sie meinte, du trägst ein staubiges Tattoo. Stimmt das? Trägst du ein staubiges Tattoo? Was wirst du antworten? Wozu sollte ich lügen? Du trägst ein staubiges Tattoo. Alles klar. Zwinker, zwinker. Einen schönen Tag noch. Zwinker, zwinker. Vor langer Zeit flüsterten Monster die Sterne... Was? Flüsterten Monster den Sternen ihre Wünsche zu. Wenn du für etwas mit ganzem Herzen gewünscht hast, wurde der Wunsch wahr. Jetzt bleibt nur noch diese Funkensterne an der Höhendecke. Steine, nicht Sterne. Wunschraum. Bäh. Hallo, Washua. Washua ist einer, den muss man immer sauber machen. Darum mach ich ihn sauber. Du fragst Washua, ob es sie wäscht. Ob es mich wäscht. Springt aufgeregt herum. Zwitschern. Achso, das ist ja Vogel und so. Weil hier ist etwas Grünes und da muss ich wieder einsammeln. Eins reicht? Eins reicht. Er hat mich gewaschen. Also, wenn sich tausend Leute etwas wünschen, können sie nicht falsch liegen. Das wird der König beweisen. Komm schon, Schwester. Wünsche dir etwas. Ich wünsche mir, meine Schwester sieht eines Tages die echten Sterne. Oh. Ah, mein Horoskop ist mit der letzten Woche, mein Horoskop ist mit der letzten Woche identisch. Durch das Teleskop schauen? Jo. Sterne, oh mein Gott. Wand prüfen. Wand prüfen. Welche Wand denn? Hup. Hier links ist, glaube ich, nichts. Nee. Historische Schriften ziehen die Wand. Diese Wand. Du kannst sie gerade so entziffern. Der Krieg zwischen Menschen und Monstern. Warum haben die Menschen uns angegriffen? Es schien, als gäbe es nichts zu befürchten. Menschen sind irrsinnig stark. Man bräuchte die Seelen nahezu aller Monster, nur um der Macht einer einzigen Menschenseele ebenbürtig zu sein. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist das die Stärke ihrer Seele.
Ihre Macht erlaubt es ihnen, selbst nach dem Tod außerhalb des Körpers zu existieren. Wenn ein Monster einen Menschen besiegt, kann es seine Seele nehmen. Ein Monster mit menschlicher Seele, eine Kreatur mit unfassbarer Macht. Die Zeichnung eines sehr seltsamen Wesens. Etwas an diesem Bild wirkt sehr beunruhigend. Oh, Schatten wieder. Andein. Ja. Müssen wir nämlich hier durchkommen, ohne dass wir getroffen werden. Wir können natürlich auch getroffen werden, ist aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir getroffen? Nee. Na, ah, shit. Nichts trifft mich. Oh, okay. Ah, shit. Nichts trifft mich. Hat mich jetzt getroffen oder nicht? Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Nichts trifft mich. Oh. Oh. Jo, hast du das gesehen? Anden hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech. Wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Jo, mach dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. An dem Gesicht braucht mal eine Operation, glaube ich, irgendwann mal. Hallo, dieser Käse liegt hier schon so lange, dass ein magischer Kristall ihn überwuchs. Er klebt am Tisch fest. Quietsch. Quietsch. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert. Er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Hey, Sans, was geht ab? Ich überlege mir, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet es 50.000 Gold, das Premium-Teleskop zu verwenden. Aber da ich dich kenne, kostet er dich nichts. Wie hört sich das an? Na klar. Voila, die Farbe einfach. Einfach überall rot. Wie? Du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Du kriegst eine volle Rückerstattung. Wer bist du denn? Was ist ein Stern? Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kann man ihn töten? Bist du ein Stern? Hier oben ist jetzt nochmal so ein Ladentypi. Die antiken Schriftzeichen wurden mit einer Liste über 21 Eissorten übermalt. Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keine Kunden. Glücklicherweise habe ich schon eine Lösung parat. Hiebkarten. Jedes Mal, wenn du Ice Cream kaufst, bekommst du eine Hiebkarte. Wenn du drei Karten hast, kannst du sie gegen gratis Ice Cream tauschen. Ich bin mir sicher, dass das für mehr Kunden sorgen wird. Aber ich werde mir keine Ice Cream kaufen. Besonders 25, ich glaube die vorigen haben 15 gekostet. Also die hier sind normalerweise teurer. Ich hätte schon alles am Anfang kaufen sollen, wo er noch da war. Aber ist ja egal. Upsala. Nein, Monsterbonbon, komm zurück. Monsterbonbon, Ice Cream. Boah, ihr wisst alle... nicht geordnet und so. Aber ist ja egal. Hier ist eine Ente. Die kann ich nachher mal testen, benutzen, aber jetzt nicht. Dum, 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 dum. Und ganz viele Wasserwürste links. Du vernimmst ein Gespräch. Also, möchtest du dir nichts wünschen? Nur eine Sache, aber das ist irgendwie doof. Dum, 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 dum. Oh, Kampf. Ja, die Dinger. Ja. Ich krieg zwar nichts dafür, aber ist erstmal ja. Hauptsache so einen Kampf skippen.
Es sind ein paar Ballettschuhe. Mitnehmen. Aber ich trage so viel mit mir rum. Ich esse jetzt meinen Verband. Wai, du legst eine Armband wieder an. Immer noch schleimig. Du bist komplett geheilt. Ich bin auch nur komplett geheilt, weil ich halt wieder voll bin. Ein paar Ballettschuhe. Ballettschuhe natürlich nehmen. Ballettschuhe auch ausrüsten. Ballettschuhe sind nämlich Waffen. Hallo, hier ist Papyrus. Bestimmt deswegen die Ballettschuhe. Erinnerst du dich, als er dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte, ihre Meinung über dich ist ziemlich mordlustig. Aber ich wette, das wusstest du bereits. Und weil du das wusstest, habe ich ihr gesagt, dass du mir erzählt hast, ein staubiges Tattoo. Was? Jetzt habe ich, glaube ich, falsch gelesen. Weil ich natürlich wusste, nach so einer verdächtigen Frage würdest du natürlich deine Kleidung wechseln. Du bist so ein schlauer Fuchs. Somit bist du sicher. Bist du sicher und ich musste nicht lügen. Betrug von keiner Seite. Mit dir befreundet zu sein ist so leicht.